Digga. Sehe ich gut aus? Ja, super. Ich weiß nicht, was ich sagen soll gerade. Okay, so. Dankeschön. Hallo, heute geht's um Hobbys. Hallo, ich bin Leon. Ich bin hier mit Leonie und Leslie. Wir wollen euch über das Thema Graffiti aufklären. Graffiti steht heute als Sammelbegriff, zum Beispiel gefärbte Bilder, Schriftzüge oder Zeichnungen. Graffiti. Wo darf man heute alles legal sprayen? Es gibt in vielen Orten Deutschlands freigegebene Flächen zum Sprayen. Es gibt aber auch Flächen, wo man gar nicht sprayen darf, wie Fenster, Türen, Bänke etc. Circa 1000 Quadratmeter am Immhäufer Hannover darf man legal sprayen. Auch der Obernart Meile bietet seit dem 18.08.2018 tolle Flächen, um legal zu sprayen. Und auch am UJZ am Glocksee bietet viele tolle Mauern zum Sprayen. Der Glocksee liegt in Hannover und der Obernart Meile liegt in der Nähe von Colossi Siegfried. Wo sind die meistbespraytesten Orte? In Berlin aber illegal. Da werden die meisten Wände, Züge und Busse angemalt, aber leider auch Häuser. Gibt es viele Hobby-Sprayer? Es gibt über 800 Hobby-Sprayer, wovon sehr viele erwischt werden. Wer ist heute der berühmteste Hobby-Sprayer? Er heißt Matthias Köller. Er wurde in Celle geboren, 1968, und lebt und arbeitet in München. Was sind heutzutage die Strafen, wenn man illegal sprayen tut? Laut dem Strafgesetzbuch § 303 gibt es für das illegale Sprayen eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren. Bei einer gemeinschaftlichen Sachbeschädigung können es auch bis zu 3 Jahren Haft werden. Was für Motive werden heute am häufigsten besprayt? Es kommt darauf an, wie man es sieht und an welchen Ort man guckt. Also am meisten Züge, Straßenbahnen und Busse. Aber das ist immer unterschiedlich. Oder Fußballvereine. Ab welchem Alter darf man überhaupt sprayen? Bis zu 14 Jahren ist man strafmündig, kann aber beim illegalen Sprayen ab 7 zivilrechtlich schadensersatzpflichtig gemacht werden. Wo und wie viele Sprayervereine gibt es? Also manchmal macht die Schule das oder man kann in der Stadt oder Land gucken, ob die was machen. Die meisten haben so einen Verein, das kostet auch nicht viel eigentlich. Wenn es viel kostet, dann ist es wegen den Dosen, weil die meisten teuer sind. Wo kann man die Graffiti-Dosen kaufen und wie teuer sind diese? Zwischen 2,95 Euro und maximal 4,50 Euro, wobei 4,50 Euro überteuert ist. Man sollte aber unbedingt die Finger von Baumarktdosen für 8,12 Euro oder 14 Euro fernhalten. Wie lange muss man üben, um gut sprayen zu können? Es kommt darauf an, was und wie groß das Motiv ist. Es dauert meistens eigentlich ein halbes Jahr, aber es kommt immer auf die Größe und auf das Motiv an. Das war unser kleiner Vortrag über Graffiti. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir waren hier mit Leonie und Leslie. Und ich bin Leon. Ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, gefallen. Bis zum nächsten Mal. Guten Tag. Ich bin hier mit Marie und unser Thema ist Hobby und Freizeit. Guten Tag, Marie. Mich interessiert, was du in deiner Freizeit machst. Hallo Laura, vielen Dank, dass du mich hierzu eingeladen hast. In meiner Freizeit gehe ich gerne meinen Lieblingshobbys nach. Interessant, was machst du denn so für Hobbys? Ich bin in der Freiwilligen Feuerwehr, gehe gerne tanzen und bin beim Rettungsschwimmen. Wie lange gehst du schon deine Hobbys nach? In der Feuerwehr bin ich schon circa 1 Jahr, beim Tanzen 8 Jahre und Rettungsschwimmen 1/2 Jahr. Mich interessiert, wie du zum Rettungsschwimmen gekommen bist. Ich bin durch eine Freundin auf das Rettungsschwimmen gekommen. Früher war ich schon mal in Zerbst in der DLRG, aber dann bin ich nach Dessau zum DRK gewechselt, weil in Zerbst haben wir nicht so viel über das Rettungsschwimmen gelernt. Ich habe gerade DLRG und DRK gehört. Kannst du mir erklären, was das bedeutet? Ja, kann ich. DLRG heißt Deutsche Lebensrettungsgesellschaft und DRK Deutsches Rotes Kreuz. Macht es dir Spaß mit deinen ganzen Hobbys? Ja, man kann sehr viel lernen und das ist auch immer wieder interessant. Bist du der Meinung, dass Jugendliche mehr Hobbys machen müssen? Das kann sich jeder selber aussuchen, aber schaden wird es nicht. Würdest du auch anderen die Hobbys empfehlen? Ja, suchen immer ein paar Vereine, Personen, die an Hobbys interessiert sind. Vielen Dank für deinen Besuch. Bitteschön, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja.
Hallo, heute sprechen wir über das Thema Videospiele. Ich bin hier mit Devin und Jamie und mein Name ist Jamie. Wie findest du es, dass schon junge Kinder Videospiele ab 12 oder 18 spielen? Meine ehrliche Meinung dazu, sollten sie eher nicht spielen, weil sie dadurch gewalttätig und bisschen übermütig werden, finde ich jetzt so. Was hältst du davon, dass Jugendliche bis zu 4 Stunden zocken? Man kann es nicht ändern, aber meiner Meinung nach sollten die weniger zocken, mehr mit Freunden, mehr lernen und auf 2 Stunden reduzieren. Wie findest du es, dass man für viel Echtgeld in Videospielen Packs kaufen kann? Finde ich Schwachsinn, weil sie im Endeffekt nur damit Geld machen, die Hersteller, und man nichts Gutes ziehen wird, egal was, wie viel Geld man ausgibt. Und welche Spiele spielst du? Hauptsächlich FIFA oder Need for Speed, sowas. Gegenfrage, was spielt sie? Ich spiele auch FIFA, GTA, Need for Speed und sowas, also auch. Und sie? Call of Duty oder Clash of Clans. Gut, dann hätte ich keine weiteren Fragen mehr. Wir bedanken uns. Bitte. Hallo, heute geht's um Hobbys. Hallo, wie heißen Sie denn? Stellen Sie sich mal vor. Hallo, ich heiße Nino, komme aus Roßlau. Ich gehe zum Boxen, fahre gerne Fahrrad und angle gerne. Das sind eine Menge Hobbys, aber befassen wir uns mal mehr auf das Angeln. Woher kommt das Interesse für das Angeln? Freunde von mir, die sind immer angeln gegangen. Und da habe ich es auch mal ausprobiert zu angeln. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Welchen Tipp können Sie denn den Anfängern geben? Wenn man noch nicht so Erfahrung hat mit dem Auswerfen, dann würde ich jetzt erstes mal probieren, ohne Haken auszuwerfen. Zum Beispiel mit einem Blei oder so. Und dann ist die Verletzungsgefahr nicht so hoch. Was haben Sie denn schon alles für Fischarten gefangen? Ich habe schon Forelle, Aalern, Döbel, Rotfeder, Plötze und Rotauge gefangen. Welche Marke bevorzugen Sie für das Angeln? Ich bevorzuge Zeck als Angelmarke, weil ich finde, das ist die beste. Okay. Welche Angelmethode wenden Sie am liebsten an? Das Spin-Angeln ist das Spannendste für mich. Wie lange hat der Angelschein gedauert und seit wann hast du ihn? Ich habe den Angelschein jetzt seit 1,5 Monaten und da musste ich 6-mal hin, jeweils immer am Wochenende. Dann hatte ich noch den Prüfungstermin, ja, und den habe ich dann bestanden. Wo angeln Sie am liebsten? Am Solnitzer See. Das ist in Solnitz und da fange ich halt die meisten Fische. Welche Art von Ködern verwenden Sie? Ich finde Gummifische und Wobbler sind die coolsten, weil man damit richtig viele Angelmethoden ausprobieren kann. Okay, danke schön. Bitte.